Verkaufen mit Musik. Einsatz und Wirkung von Musik in der Werbung. Werbung umgibt uns praktisch überall, zu jeder Zeit und Gelegenheit, ob wir wollen oder nicht. Wir hören sie im Radio und im Supermarkt, wir sehen sie im Fernsehen und auf YouTube. Praktisch immer ist dabei Musik im Spiel. Warum das so ist und welche Prinzipien man bei der Produktion anwendet, darum soll es hier gehen. Beginnen wir mit der Assoziativmusik oder Produktionsmusik. Sie läuft im Hintergrund und soll die für das Produkt gewünschte Stimmung eher unbewusst vermitteln. Die Musik, die hier gerade im Hintergrund läuft, klingt nach Sonne, Süden, Strand und Entspannung. Mit so einer Musik könnte man zum Beispiel für Touristikanbieter und Pauschalreisen werben. Dieser Sound würde sich außerdem für karibische Getränke, wie zum Beispiel Rum- oder Rum-Mix-Getränke eignen. Warum das so ist? Es handelt sich hier um Reggae, eine Stilrichtung, die von den karibischen Inseln, speziell Jamaika, stammt. Sie ist aber nicht nur dort zu hören, sondern durch ihre Popularität auch hierzulande sehr bekannt. Entscheidend für die Wirksamkeit dieser Musik ist die Assoziation, die mit ihr erzeugt wird. Sie muss dem entsprechen, was wir mit dem Produkt verbinden. Kaffee zum Beispiel kommt zwar überwiegend aus Lateinamerika, wir bringen ihn aber kaum mit dem Herkunftsland in Verbindung, sondern denken eher an den Moment, an dem wir das Getränk genießen. Bei einer Tasse Kaffee stellt sich das Gefühl von Pause und Entspannung ein. Und erst recht dann, wenn man gemütlich im Café sitzt. Zur Steigerung der Entspannung spielen Cafés gerne sogenannte Lounge-Musik. Und genau die sorgt in einem Werbespot für die Assoziation zum Getränk. Jetzt wird es im Hintergrund etwas hektischer. Schnelle Percussion- und Marimba-Sounds lassen den Blutdruck steigen. Musik dieser Art wird in Spielfilmen oft zur Untermalung von rasanten Autofahrten oder Verfolgungsjagden eingesetzt. In einem Werbespot würde man mit so einem Sound schnell...